Dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um das Thema meine Top-Ernährungstipps. Einfach mal so ein paar Basistipps, weil ich eben ganz oft dazu gefragt werde, wie ich mich im Alltag gesund ernähre. Und es ist natürlich nicht immer einfach und man kann es auch nicht immer perfekt machen, muss man ja auch nicht. Es geht einfach nur darum, einfach mal so euch so ein paar Basisanstöße zu geben, ein paar Ideen dazu, wie man es sich erleichtern kann. Natürlich ist immer so ein gewisses Commitment das man braucht, um das umzusetzen. Aber ich sage immer, was gibt es Besseres, als in sich selber zu investieren? Also, es geht jetzt los. Ich nehme euch mit für meinen ersten Tipp. Erster Tipp ist natürliche Lebensmittel essen. Und dazu nehme ich euch jetzt mal in meinen Supermarkt um die Ecke, wo ich immer einkaufe und zeige euch, was bei mir so im Einkaufswagen landet. Hier verbringe ich eigentlich die meiste Zeit meines Einkaufs. Hier gibt es frisches Obst, frisches Gemüse, vor allem frisches Gemüse. Davon landet das meiste bei mir im Einkaufswagen. Es geht einfach darum, Lebensmittel zu kaufen, die gar keine Zutatenliste haben. Und da seht ihr viele verschiedene Kräuter, Blätter, alles Mögliche. Da kann man sich total austoben. Hier drüben, du bist jetzt eng hier. Hier drüben gibt es noch vieles saisonales Gemüse. Das ist ein kleiner Bioladen, wo es einfach immer alles gibt, was man so braucht. Hier gibt es auf einem Band von ganz verschiedenen Nüssen, Samen, Trockenfrüchten. Das benutze ich halt ganz viel für mein Körnerbrot zum Beispiel, für meine Müsli-Riegel, für mein Granola. Da gibt es mal ganz viel, was ich so mitnehme. Weniger Zeit verbringe ich hier in den Regalen, wo es fertige Kekse und Riegel gibt. Die mache ich lieber selber aus meinen eigenen Zutaten. Dann gehen wir mal hier zu meiner zweiten Station, wo ich die Zeit verbringe, ist beim Obst. Es ist halt gerade richtig schön viel Obst hier. Mangos, Pfirsiche, kann man sich auch richtig viel austoben. Das sind natürlich jetzt eben alles Lebensmittel, die natürlich sind, keine Zutatenliste haben. Genauso wie natürliche Süßungsmittel zum Beispiel. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen drauf zurückkommen. Und zwar habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht zuerst. Die schlechte Nachricht ist, dass nicht alle Kohlenhydrate gut sind, aber die gute ist, dass es immer noch ganz, ganz viele Kohlenhydrate gibt, die gesund sind und vor denen man auch keine Angst haben muss. Und zwar habe ich hier zum Beispiel verschiedene Quinoa-Sorten, also Pseudogetreide. Da findet man halt immer noch viele Nährstoffe drin im Vergleich jetzt zu weißer Pasta oder Weißmehl und Brot, wo halt eigentlich gar keine Nährstoffe zu finden sind und ich da auch lieber die Finger davon lasse, unabhängig davon, dass ich sowieso eine Glutenunverträglichkeit habe. Man findet hier aber auch noch viel mehr außer Quinoa, zum Beispiel Amaranth, Hirse, Buchweizen. Hier unten haben wir noch Haferflocken. Also es gibt jede Menge tolle Sachen, in denen man sich austoben kann. Da muss man eigentlich gar nicht auf das typische Weizen zurückgreifen. Da zeige ich euch jetzt auch noch was dazu. Und zwar haben wir hier Glutenfreikäse. Und zwar aus ganz verschiedenen Sorten. Wir haben hier aus Reis, wir haben aus Mais, wir haben Buchweizen. Also das ist ganz, ganz viel und gar keinen Grund, sich irgendwie beim Brotregal aufzuhalten. Und noch ein Ort, wo ich gerne Sachen mitnehme, ist diese hier, gesunde Fette. Wir haben hier verschiedene Mandelmusse und Kokosöle und auch mein geliebtes Tahini, wofür ich ganz viele Soßen mitmache. Und letzte Station für mich sind hier alternative Milchprodukte, also Kokosmilch, Reismilch, Mandelmilch, da findet man ganz, ganz viel. Ich zeige euch jetzt mal so ein paar Beispiele von Sachen, die ich jetzt eben nicht mitnehmen würde und mir lieber selber mache. Also zum Beispiel auch diese Cornflakes. Das ist einfach etwas, was ich nicht unbedingt kaufe. Oder diese Cornflakes, weil da einfach immer viel Zucker drin ist und irgendwelche Zusatzstoffe, die gar nicht nötig sind, weil man es selber machen kann. Was ich auch nicht so gerne kaufe, sind Chips oder irgendwelche Snacks oder Crackers. Natürlich greife ich auch hin und wieder mal auf Reiscracker oder sowas zurück, aber versuche natürlich so gut wie möglich es einfach selber zu machen. Oder
verschiedene Zusatzstoffe, genauso wie irgendwelche Fertigsoßen oder Aufstriche mache ich eben gerne mein eigenes Pesto, Tahini-Soße, irgendwas anderes. Ich habe jetzt eingekauft. Noch eine kurze Zusammenfassung, weil es vielleicht ein bisschen laut war im Supermarkt. Also ich greife immer hauptsächlich auf Zutaten zurück, die gar keine Zutatenliste haben, einfach komplett natürliche Lebensmittel sind. Damit können wir auch richtig viel machen. Da habt ihr ja schon viele Rezepte und gerne zeige ich euch auch noch einige Rezepte, die man sich in die Arbeit mitnehmen kann. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch da wünschen würdet, ob ihr mal ein Video möchtet, speziell für irgendwie so Lunchboxes oder sowas. Genau, und das zweite war ja die gesunden Kohlenhydrate, weg von diesen leeren Kohlenhydraten, die schnell hungrig machen, wie zum Beispiel Brot oder generell Weizennudeln, und einfach mehr auf Pseudogetreide und gesunde Kohlenhydrate zurückgreifen. Und jetzt gehe ich nach Hause und dann gibt es noch ein paar weitere Tipps. Also bleibt dran! Ich bin wieder zu Hause auf meinem Balkon und ich habe noch ein paar Tipps für euch. Und zwar der dritte Tipp, der an Tipp 1 anlehnt, ist, so viel wie möglich pflanzlich zu essen. Also der Teller bei mir sieht eigentlich immer zu 80% pflanzlich aus, manchmal auch zu 100% und dann zu 20% tierisch. Sei es eine Bio-Hühnerbrust, sei es mal Fisch, sei es mal ein bisschen Käse über meinem Salat drüber, was ihr Lust habt. Aber ich finde es super wichtig, dass man so viel wie möglich pflanzlich isst. Ich bin selber auch gar kein Veganer, deswegen sage ich extra auch nicht vegan, weil vegan ist nicht unbedingt gesund. Weil es gibt ja auch vegane Schokolade, die ich auch super gerne esse, eigentlich fast täglich, aber halt in Maßen und hauptsächlich halt pflanzlich. Und es gibt ja auch, Pommes sind ja auch vegan und Chips sind vegan und frittiert ist ja auch vegan, aber deswegen ist es ja nicht unbedingt gesund. Deswegen sage ich extra pflanzlich, das ist noch so ein Tipp von mir. Vielleicht habt ihr ein bisschen Motivation jetzt euch mal da einfach mal darauf zu achten, dass der Teller hauptsächlich aus Pflanzen besteht, weil ihr da einfach viel mehr Energie, Vitamine, Nutrients, alles was man braucht, daraus bekommt. Es füllt einen auch und man findet eigentlich alles, was man braucht in Pflanzen. Das sage ich jetzt als jemand, der wie gesagt nicht nur pflanzlich ist. Bei mir gibt es einmal die Woche Sushi, no matter what. Hi Sugar, das ist mein Tipp 4. Ich habe mich komplett vom raffinierten Zucker verabschiedet, außer ein bisschen was von der weißen veganen Schokolade, die ich esse. Weil Zucker einfach die Haut schneller altern lässt. Es ist einfach nur ungesund. Ich kann nichts Gesundes an raffinierten Zucker finden. Deswegen habe ich mich davon verabschiedet und deswegen habt ihr jetzt auch schon so einige Alternativen gesehen. Die stelle ich euch jetzt noch mal ganz kurz vor. Die, die meine Rezepte schon oft machen, kennen meine Zuckeralternativen auch schon. Also Kokoszucker, Dattelsirup, Ahornsirup und Honig. Damit mache ich eigentlich alles, was ich so an Gebäck und Snacks mache. Und es schmeckt viel, viel geiler. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Mein fünfter Tipp ist, finde einfach die Balance für dich selber. Es kommt eigentlich immer wieder darauf zurück, dass man einfach für sich selber schauen muss, was einem gut tut. Ich rate einfach wirklich dazu, sich darauf zu konzentrieren, so viel wie möglich pflanzlich zu essen, keine Angst vor gesunden Kohlenhydraten zu haben, viel auf Nüsse und Samen auch zurückzugreifen, wo viele gesunde Fette drin stecken, wo ihr auch leckeres Brot draus machen könnt, wie zum Beispiel mein Körnerbrot, was ich euch unten mal in die Textbox verlinkt habe. Ich wollte euch einfach mal so einen kleinen, eine kleine Erinnerung geben mit diesem Video, beziehungsweise vielleicht auch einen kleinen Inspirationsanstoß, falls ihr irgendwie gerade in einer schlechten Phase seid, wo ihr viel fertig esst, wo ihr viel Zucker oder auch Fett oder irgendwie Pommes oder Junkfood oder sowas esst. Vielleicht ist nochmal Inspiration, was man sich alles einkaufen kann und was so einer Basis von einer gesunden Ernährung gehört. So viele Versprecher, egal. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr was davon mitnehmen konntet, dass euch das Video gefallen hat. Hinterlasst mir doch gerne ein Like, da würdet ihr meinen Kanal echt unterstützen. Und hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar mit Wünschen oder vielleicht auch irgendwelche Tipps, die ihr noch habt, die ihr vielleicht auch mit anderen teilen möchtet. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.